Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind hier in einem Szenario mit einem Rolling Start, deswegen ist jetzt gerade das Pausebild drin. Und bevor ich da gleich auf Play drücke, gerade einen kleinen Hinweis. Wenn TS Classic ein bisschen schlechter aussieht als wie sonst in meinen Videos, dann liegt es daran, dass ich die Custom Shaders entfernt habe und jetzt die Standard Shaders drin sind von TS Classic, weil mit meinen sonstigen Shaders ist mir TS Classic zumindest bei dem Szenario die ganze Zeit abgeschmiert, deswegen sind wir hier default-mäßig unterwegs. Aber wir schauen uns das neue Class 317 Pack an von Armstrong Powerhouse, was sie jetzt am 1. August rausgebracht haben. Das ist die zweite Volume, gibt schon eigentlich schon, also Volume 1. Und ja, schauen wir mal, was der Triebwagen so kann. Und nachdem es Armstrong Powerhouse ist, gehe ich mal davon aus, dass es gut sein wird. Kurzes Briefing. Hello Driver, you start on the move just outside at Hitching on the Cambridge Branch. The route today is as follows: Hitching slow to fast, Stevenage fast to slow to fast, Dixwell Junction fast slow, Welwyn Garden City slow to fast und so weiter. You will then run to Hornsey Depot, enjoying the Signal Enhancement Pack in full swing. Das ist ja auch relativ neu von Ihnen. Und die Story hinter dem Szenario ist, dass wir quasi Aufnahmen machen für ein Schulungsvideo. Okay, Pause raus, los geht's. Und dann können wir hier mal kleiner machen. So. Ja, Führerstand. Wie gewohnt schaut wieder sauber aus. Wir werden dann gleich mal die Kamerapositionen durchgehen. Beziehungsweise können wir das eh jetzt schon mal machen. Und vor allem der Sound wird einfach geil sein, okay. Mit was fahren wir denn hier? Schönes Livery. Der sieht richtig schick aus. Special. Und hinten dran. Sehr geil. Ja, dann werden wir dann hier gleich mal Gas geben. 317.661 haben wir hier. Innen drin ist es ein bisschen ruhig. Ich glaube, das werde ich im Post-Edit ein bisschen lauter machen. Boah, das ist so ein Unterschied, wenn man hier mit den Standard-Shadern arbeitet. Sieht einfach nicht so schön aus. Aber es geht auch nicht um die Strecke, sondern es geht mehr um den Triebwagen. So, sieht so aus, als wenn wir Vollgas geben können. Aber da geht es einmal nach rechts rüber. Aber er meint Vollgas. Über das mal. Okay, mit den Fahrmotoren schauen wir mal kurz durch. Ja, doch. Nice. Wir haben freie Fahrt. Dann schauen wir uns auch mal an, wie es aussieht im Passagierbereich. Oh ja. Oh scheiße, da war 40 gewesen. Ah, mein Fehler. Na gut, dann gehen wir ab jetzt Vollgas. So, ich wollte mich eigentlich jetzt hier umsehen. Okay, die zwei Standardansichten. Haben wir da noch mehr? Nein, das war's. Okay, das waren die. Ja, das war's dann eigentlich eh schon. Da haben wir eigentlich nur noch die Panorama-Ansichten. Leider nicht mehr im Service. Boah, was? Das sind einfach so Weltenunterschiede. Standard-Shader und Custom vom RWN Hansa. Aber das habe ich in letzter Zeit öfter, dass es mit den Custom-Shader mir einfach abschmiert. Und ich weiß einfach nicht, warum.
Geräusche geben. Oh, man hört die Ventile. Nice. Warum haben wir da vorne rot? Was ist da los? Was ist denn das Signal? Hinter der Kurve da, so wie es aussieht. Haben wir ansonsten hier noch Spielzeuge. Jetzt aus Instrumentenbeleuchtung. Reagiert zumindest nicht auf einen Hotkey. Okay, das müsste passen, dass wir da jetzt vor dem Signal nur so stehen bleiben. Hoffe ich. Ja, gehen wir Step 2. Kommt auch wieder mit zigtausend Libraries, sogar in der alten BR Blue Lackierung. Schaut mega geil aus. Und der Facelift-Variante von vorne. Dann haben wir so Sachen wie Durchrutschen, V-Sleep Protection etc. Alles mittlerweile schon Standard. Okay. Wo ist die Instrumentenbeleuchtung hier drin? Chain Lights, Stimmist, Marker Lights, Destination Headlights, Cap Lights. Hä? Hey, gibt es hier wirklich keinen Schalter für Instrumentenbeleuchtung? Schaltpanel. Saloon Lights on. One ja an. Wo ist. Night Trip off? Naja. Zumindest angedeutet. Ach shit, da vorne ist 40. Kommt davon, wenn man sich nicht aufs Fahren konzentriert. Aber eh keine Weiterfahrt. Jo, eh ist rot. Wäre das jetzt nicht so eine schlechte Qualität, dann hätte man das Umschalten jetzt viel geiler gesehen. Ja, das werden wir jetzt noch ganz oft sehen, dass wir da von Slow auf Fast und umgekehrt kommen, wegen dieser Spezialfahrt. So, hier das Panel nochmal. Cap Heating, Cap Heating. Das ist die Türsteuerung, wenn wir es machen wollen. Was haben wir hier? Vestibule Light Switch. Okay. Gangway. Hier in der Mitte. Ah, den drücke ich mal lieber nicht. Compressor Control, was haben wir hier? Door Control, MCP. Da geht noch was. Headlamp, MCP. Das war's. Türsteuerung. Ah, das gibt's doch nicht, dass wir da keine Instrumentenbeleuchtung haben. Destination, Headlights, Caplights. Location Dimmer, Dimmist. Schräg. Also nicht, dass es jetzt brauchen würde, aber trotzdem. Ah ja, EBS funktioniert auch. CSA funktioniert. GSMA, also so wie man es halt kennt. Hier oben sonst noch was? Nö. Überschaubar. Hinten können wir ja. Moin, Kollege.
Ja, leider. Können wir? Oh, cool. Kann die Tür aufmachen. Ja, komm, geh auf. Gibt's doch nicht. Hallo. Okay, kann ich jetzt da rein? Nö. Hauptsache, ich habe jetzt hier zugemacht. Na gut. Ah. Und weil es gerade gechippt hat. Neutral Section Functionality haben wir natürlich auch drin. Das heißt, man Saft verlieren. Das glaube ich war ja die Variante, die ja. Ich glaube, die kann. Na, das ist glaube ich ohne Third Rail. Was ist die 315 mit Third Rail? Ich traue mich jetzt nicht, Wikipedia sowas aufzumachen. Weil TS Classic einfach so super instabil ist. Einmal im falschen Moment raustappen und freeze. Aber bei mir freest es auf eine ganz komische Art und Weise. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel so an sich einfriert und abschmiert und beendet und gut wäre. Der ganze Rechner friert ein mit allem drumherum. Bleibt wie alles stehen. Und dann sieht es so aus, als würde der Grafiktreiber irgendwie mal neu laden und dann kommt er wieder in so ein Failsafe-Ding. Aber mit dem kannst du nicht mehr arbeiten und dann kannst du ihn wieder neu starten. Beziehungsweise drücke ich gerade schon den Reset-Button. Ja, vorne ist am Blinken. Können wir hier einfach holen lassen. Aber ich muss sagen, die neuen Signaleffekte sind schön. Ich meine, das sind so Minimaldetails, aber. Besser haben, als nicht zu haben. Zu der 70. Was jetzt interessant wäre, ist, wenn wir mal komplett stehen bleiben, wenn wir da mal Vollgas geben, wie der Triebwagen drauf reagiert. Ja, ich glaube, wir haben ganz gute Chancen, dass wir da vorne stehen bleiben. Aber Bremsen sind nicht schlecht. Also, und was noch dazu kommt. Nette Liveries. Wir fahren nicht mit 60 FPS. Weil auch die Vulkan-Engine nicht mit drin ist. Die normalerweise vom RW, wenn Hansa aktiv ist bei mir. So sieht man jetzt im Schnitt bei 30 FPS. Ich glaube, das merkt man noch ein bisschen. Ich mal ein Upgrade hier rausbringen. Die TS Classic. Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt erstmal ganz bewusst stehen bleiben. Weil ich sehen möchte, was passiert, wenn ich vom Stand aus maximale Leistung gebe. So, stehen bleiben bitte. Dankeschön. Und 3, 2, 1, Full Power.
Okay, rutscht nicht. Ich glaube, dafür müsste es schon nass sein. Ja, gut. Er war voll Gas wie die. Nächster Halt, Honsi Depot. Gleis 8. 16 Meilen. Ich meine, das ist jetzt die Schulungsfahrt. Es ist ja klar, dass man so die ganze Zeit hier diese Wechsel macht. Aber stell euch mal vor, ihr macht es eine reguläre Fahrt. Und der Fahrer sagt, er schickt euch da mal von Slow auf Fast und umgekehrt die ganze Zeit. Und im letzten Drücker macht er immer das Signal auf Fahrt. Ja, da fühlst du dich dann aber auch verarscht. Mein Fenster? Nee. Sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus mit dem roten Licht da und dem Baum hier hinten. Bringt mich gerade zu dem Gedanken, dass es irgendwie schade ist, dass es keine Halloween-Specials mehr gibt. Ich meine, die waren total Blödsinn, aber irgendwie witzig. Der beste Moment war immer noch der, als man da mit einem HSD geflogen ist. Ich bin erinnert, beim allerersten Mal dachte ich, hier habe ich da irgendwie einen Bug oder so. Aber das war gewollt. Warte mal, irgendwie mal ein Screenshot. So, und da vorne soll es, glaube ich, wieder rot sein. Ich will nicht über rot knallen. Das wäre eine gute Stelle für den Wiederholer hier. Au, ist rot. Was ernst jetzt? Ja, immer auf den letzten Drücker. Dann kann ich jetzt hier nochmal ein Foto machen. Nur mal von der anderen Seite. Oh oh, ABS, ABS, ABS. Fuck. Oh ne. Ich hab Glück gehabt. ABS hat nicht getriggert. Aber ich habe aus Versehen den Richtungswender rausgeschmissen. Und hab deswegen jetzt eine Bremse. Schön. Oh komm. Das geht bitte. Und was wir noch machen könnten ist, wir schauen mal in den anderen Führerstand. Haben aber da keine Unterschiede. Sieht identisch aus. Okay, wieder retour. Frag mich jetzt nur, warum jetzt bei dem Volume 2 Pack das Sound so leise ist. Also hier im Edit wird es das ganz normal laut hören. Aber ich würde, für mich ist es jetzt gerade im Original, ja, ich würde mal sagen, 40%, 50% leiser, als wie es sonst gewohnt ist. So, knapp 13 Meilen noch. Shit. Ah.
Hat jetzt keiner gesehen. Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Da haben wir mal volle Kanne über Rot drüber. Okay. Dann müssen wir jetzt mal schnell manuell checken, wie es vor uns aussieht. Das sieht okay aus. Wir sollten dann da reinfahren. Ich glaube, er fährt. Kommt von hinten was. Yo! Der hätte uns wohl von hinten geknutscht. Entschuldigung. Oh je, dezent Gefahr in Verzug. Ja, wir warten jetzt einen Moment, sobald hier die Vorstraße weitergeht. Jo, das war wirklich ein harter Fail. Eieieiei. Gut, die Notbremse kann ich mal wieder rausnehmen. Ah ja, genau, Signalhorn. Okay, Standard, aber okay. Fahrstraße. Ich glaube, wir können fahren. Ich fahr mal los. Tab drücken bringt jetzt eh nichts, weil ich schon drüber bin. Ja. Ah, ich brauche echt mal so eine Fail-Miete. Stimmt. Könnt ihr eigentlich mal abstimmen bezüglich Fail-Mieter. Soll man machen, der immer nur pro Video ist? Also sprich mit PCB, ABS, rote Signale überfahren, so Sachen. Oder einer, der fortlaufend ist. Ja, wobei. Na, fortlaufend ist irgendwie eine blöde Idee, weil meine Videos nicht zwingend in der Reihenfolge rauskommen, wie sie auch aufnehmen. Da tue ich dann gerne nochmal umdisponieren. Damit es mit dem... Das beantwortet die Frage, ob ich jetzt weiterfahren dürfen. Ja, da wäre noch was anders kommen. Und ich hätte da gar nicht hinfahren sollen. Ja, das war jetzt ein bisschen ein Fail. Ganz dezent. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal eine andere Variante an. Und das lade ich mal ganz kurz. Ich hoffe, dabei wird das Spiel nicht abspielen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, dann sind wir wieder zurück. Das ist die Facelift-Variante. Und ich habe die Custom Shader jetzt wieder zum Laufen gebracht. Es geht wieder. Sieht auch hier drin ein bisschen anders aus. Aber der Ton ist nach wie vor so ein bisschen leise. Ah, oh, man sieht schon, dass das hier ein bisschen älter ist. Von der Strecke her. Stansted Express. Wir werden dann gleich mal hinten schauen, ob das Markett auch angepasst ist. Oh ja, ist es. Coole Sache. Stand auch im PDF drin, dass das immer passend zum Livery ist. Was ist eigentlich das für ein Schalter hier? Also Normal Isolate, okay. Da könnte es gerade abdrehen, wenn es wäre. Okay. Ich möchte nicht nochmal über Rot fahren. Okay, wunderbar. Schauen wir uns mal das hier an. Ich muss sagen, nettes Livery. Ah, da schauen einfach die Details auch viel geiler aus mit den anderen Shadern. Also irgendwie geht es leicht rückwärts, wie es aussieht.
Naja, aber nur so ganz leicht. Ansonsten, Stromabnehmer, immer gucken. Ah, nicht sehr viel los hier. Aber da haben wir Funkenflug mit simuliert. Aber auch keine Neuheit. Oh, cool. Was ist denn das für eine geile Livery? Das ist ein Express One. Okay. Das gefällt mir. Ich glaube, das wäre was für... Nee. Vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Okay, einmal Foto. Ich weiß, ich bin furchtbar mit dem. Aber wir dürfen eh auch noch nicht fahren. Also von daher. So, hier drin. Können wir mal das Licht anmachen, bitte? Cabin Lights. Dankeschön. Das leider funktioniert auch. Auto down, inter. Ja, es ist alles wie vorher. Ja, nicht sehr anders. Warum auch? Aber eben, ich glaube, also zwei unterschiedliche Führerscheine sind es auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch einen dritten hat. Aber wenn dann... Oh, TPBS haben wir hier auch. Das ist schon mal moderner. Wie sieht es aus mit der Weiterfahrt da vorne? Wo sind wir? Sind der Player? Da. Okay, mal nachher noch ein bisschen warten. Ja, die Frames sind nicht so geil. Also in-game sind es so um die 20, 21 FPS. Vielleicht kommt mein Daft Game selber auf die Idee, da mal die Engine zu wechseln, weil mit Vulkan-Engine läuft das so viel geiler. Aber ich glaube, zumindest vom RBN Hansa gibt es da noch ein bisschen am Memory Leak, weil das ist so unglaublich arbeitsspeicherintensiv. Wenn man da die Vulkan-Engine nutzt. Ah, die nächste 317. Die gehen wir uns mal bei der Vorbeifahrt. First get more connect. Wir werden auf alle Fälle mal mit der BR Blue Variante fahren. Okay, liebe Leute, an der Stelle mache ich mal einen kleinen Cut. Sobald das Signal auf grün geht, sehen wir uns gleich wieder. So, dann, es hat nur einen kleinen Moment gedauert und wir haben jetzt zumindest gelb. Möchtest du bitte nach vorne fahren? Bitte, danke. Sehr gut. Und ich konnte parallel die Homepage von Armstrong Powerhouse aufmachen, ohne dass dabei TS Classic sich in die Hosen gemacht hat. Und jetzt kann ich euch noch ein bisschen kurz was vorlesen. Ein paar von den Sachen habe ich ja eh schon erwähnt. Also wir haben 11317-2 Libraries und 7317-7 Libraries. Dann eben Führerstand in moderner und Anfangsvariante. Passagierensicht mit korrekten Moketts für die Sitze. Und ja klar, detaillierter Sound innen und draußen. Auch das haben wir schon gehört. Akkurate Beschleunigung und Bremsphysik. Dann Destination Lines. Können wir anpassen, wie wir halt wollen. Witzig, wenn nicht, dass hier Sorry steht. Sorry. Service. Tut uns leid. CSA, GSMA, DOO Operation, VSP. Und dann halt noch 6 Szenarios für die East Coast Mainline und Dovetail Games. Und zwar die Variante London nach Peterborough. Freue mich dann schon auf die großen Szenarios, wenn sie dann kommen, von den Spielern. Aber erstmal noch die AP-Szenarios mal angucken. Vielleicht kriege ich es hin, dass es wieder mit dem Vulkan-Engine wieder läuft. Yay, wieder rot.
Also ich glaube nicht, dass es am Triebwagen an sich liegt. Das ist mehr so eine Kombi von Strecke, Triebwagen und meiner Einstellung momentan. Südli. Yes, I know. So, danke schön fürs Anhalten. Aber das ist einfach nicht schön. So wie die Strecke jetzt aussieht, meine ich. Aber dafür ist das ganze andere Rollmaterial schön. Das ist ja alles Armstrong Powerhouse Zeugs, was hier rumfährt. Ein bisschen der Nachteil von deren Szenarien, weil da braucht man recht viel von Armstrong Powerhouse, damit die Szenarien da laufen. Ja, nächste 317. Ich habe mir halt wirklich genau das ausgesucht, wo die ganze Zeit bei Rot steht. So ein Glück. Okay, ich würde sagen, ihr macht's mal einen Sprung in die Zukunft, wenn hier wieder gelb oder grün ist. Eins von beiden. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da und wir haben gelb und ja, bin jetzt noch einige Minuten hier gestanden und es wurde einfach nicht grün. Sind einfach ein paar Züge vorbeigefahren. Es war ein interessantes Signal dabei zu beobachten, wie das mit dem Enhancement Pack umschaltet. Aber ich habe dann schlussendlich mal Tab gedrückt und dann wurde es einfach mal gelb. Ich glaube, ich wäre hier vermutlich noch etwas länger gestanden. Ah, solche Signale sind einfach immer die besten. So, Haunted Down Reversing Siding 1. Oha. Die Frames lassen grüßen. Ja, wir werden das Ganze hier auch nicht fertig spielen. Wir werden da unten stehen bleiben. Und dann schaue ich, dass wir das wieder in gewohnter Qualität haben, unser TS Classic. Mit einem Custom Szenario eventuell. Und fahren dann mal richtig anständig. Aber ich wollte jetzt erstmal den Triebwagen in der Volume 2 erstmal sehen. Wie der so ist, wie er so klingt. Wie er aussieht. Mir gefällt's. Und bei Armstrong Powerhouse, da macht man eigentlich generell nichts falsch, wenn man da ein Enhancement Pack oder Look Pack kauft. Das ist einfach richtig, richtig gut, was die machen. Und da gibt man dann auch gerne mal Geld aus. So, mit 20 da rein. Mensch, da vorne hätte ich doch was sagen können, dass ich da reinfahren kann. Auf Anfrage. Also gerade die Oberleitungen, das sieht so nicht schön aus. Moment mal, war das nicht der eine Bahnhof, wo wir angehalten haben? Wo ich dann 500 Meter später ein Gleis bin? Nein, ich glaube, das war woanders. Okay. Habe ich jetzt die freie Kamera? Ja. Also, das soll es gewesen sein, liebe Leute. Erstmal ein kleiner Einblick in die 317 Volume 2 von Armstrong Powerhouse. Und wir machen mit der nochmal eine richtige Fahrt. Wenn dann hier optisch alles wieder gut aussieht. Weil das ist so zumindest von der Umgebung her ein bisschen Augenkrebs. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.